Dapro, wir sind heute hier in Arnheim angekommen, im Trainingslager. Wie war die Anreise? Ja, die war auf jeden Fall sehr angenehm, weil sie kurz war, ja, Stunde 40. Und wir haben direkt optimale Bedingungen vorgefunden, ja, sprich Hotel, Mittagessen haben wir direkt getestet, war sehr gut, gute Räumlichkeiten, ja, Besprechungsräume, Physioräume, Zimmer, alles wunderbar. Jetzt haben wir uns einen Eindruck vom Platz verschafft, der war top, also wirklich optimale Bedingungen, um gut zu arbeiten, und dementsprechend haben wir einiges vor in der Woche. Wir wollen einige Schwerpunkte setzen wieder und ja, wollen einfach mit einer guten Energie jeden Tag nutzen, ja, den Fokus, ja, den nächsten Schritt wieder in der Vorbereitung zu setzen, als Mannschaft noch näher zusammenzuwachsen. Und ja, eine Woche später dann ja, schon weiter zu sein, als das jetzt am Wochenende der Fall war. Du hast es gerade eben angesprochen, das erste Training wurde gerade absolviert. Wie lief es denn? Ja, wir sind erstmal reingekommen in die Trainingswoche mit viel Ballbesitzform. Wir haben die Kugel laufen lassen. Die Jungs haben ein Gefühl bekommen für den Platz, für die Bedingungen. Und dementsprechend war das ein guter Start in das Trainingslager. Und ja, lässt uns hoffen, dass sich keiner verletzt in der Woche. Das ist natürlich oberste Priorität. Aber wir werden natürlich ja, eine intensive Zeit verbringen und hart arbeiten. Was sind die Ziele in den nächsten Tagen? Wo liegt der Fokus besonders drauf? Ja, wir wollen einfach unser Spiel verfeinern, unsere Abläufe festigen. Ja, gerade das Spiel mit dem Ball forcieren, ja, wenn ein Gegner uns presst, wenn ein Gegner kompakt verteidigt, da wollen wir Lösungen haben. Ja, wir legen natürlich auch einen Fokus auf Standardsituationen, ja, die bei uns natürlich schon auch eine hohe Priorität haben. Das Spiel gegen den Ball wird natürlich auch thematisiert und ja, am Ende wollen wir das dann umsetzen in Form vom Wettkampf, um dann einen positiven Abschluss des Trainingslagers zu haben. Und was steht heute noch auf dem Plan? Ja, wir haben um 19 Uhr Abendessen, ja, und dann gucken wir uns nochmal das Hotel wahrscheinlich an. Ich nutze die Zeit noch für das ein oder andere Einzelgespräch mit ein paar Spielern. Das wird auch ein Schwerpunkt sein für mich als Trainer im Laufe des Trainingslagers. Ja, und dann werden die Jungs dann irgendwann hoffentlich ins Bett gehen und morgen wartet ein arbeitsreicher Tag auf uns. Wunderbar, danke dir. Sehr gerne.